Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger Deutschlands. Heute geht es mal wieder um das Thema Nebelnieg und Co. Es haben viele sich in den letzten Jahren zu Wort gemeldet, dass sie Depression oder Burnout haben, auch aufgrund von YouTube. Und ich dachte, es wäre ein interessantes Thema, das mit euch mal zu besprechen, woran es vielleicht liegen kann, dass viele YouTuber mittlerweile auch Burnout-Erscheinungen hatten oder haben in Zukunft. Denn YouTube ist anstrengender, als viele denken. Ein Grund dafür, warum viele YouTuber an Burnout erkranken, ist die ganze Arbeit rund um YouTube. Nicht nur das Videoschneiden und Hochladen und Einstellen der Videos, auch nicht das Kommentare lesen und auch vielleicht beantworten ist die Arbeit. Nein, der ganze Prozess dahinter ist auch sehr anstrengend. Man muss sich immer wieder neue Gedanken machen. Was machst du als nächstes? Wie kannst du das neue Video gestalten, um das auch möglichst unterhaltsam zu machen? Und du setzt dich natürlich auch unter Druck, gerade wenn du das berufstätig auch machst und vielleicht auch in Zukunft machen möchtest, machst du dir natürlich mehr Gedanken. Für viele wird das auch als Hobby schon zur Arbeit, dass viele sich so viel Arbeit rund um YouTube machen, weil es ihnen einfach so riesige Freude und Spaß auch bereitet. Doch ich merke das, dass ich jetzt während meiner Bachelorphase oft an Videos sitze, anstatt an der Uni-Arbeit und wie weiterzuarbeiten und mir auch halt Video-Ideen überlege bzw. noch ein Video schnell mache, um halt auch aktiv zu bleiben, um euch auch Content zu bieten. Und das mache ich natürlich auch gerne. Andererseits setzt man sich da schon unter Druck. Und das ist so ein riesiger Rattenschwanz, der hinter einem Video hängt oder hinter einem Kanalkonzept. Das sehen die Konsumenten nicht immer. Und das ist schon dann manchmal auch wirklich vollkommen verständlich, dass da Leute auch sagen, sie haben Burnout bzw. haben Burnout dadurch bekommen, weil sie vielleicht ein, zwei Videos sogar am Tag hochladen oder mehrere in der Woche, die wirklich aufwendig sind und das über sehr lange Phasen und sich gar keine Ruhephasen gönnen. Der Druck kann sich natürlich enorm steigern, wenn YouTube auch noch zum Beruf wird. Denn das war ja bei ihm der Fall. Er hat sogar die Schule abgebrochen dafür. Auf der einen Seite völlig verständlich, wenn man seiner Passion folgt. Andererseits würde ich jedem dazu raten, der in der Situation ist wie er, auch die Schule noch abzuschließen. Auch für einen selbst, nicht nur für andere, sondern auch für einen selbst ist das wichtig. Und auch eine Ausbildung und ein Studium zu machen. Gerade ein Studium oder auch ein Teilzeitstudium ist machbar neben YouTube. Und wenn man ein bisschen Geld verdient, kann man sich auch in eine Privatuni leisten. Und dann wäre das vielleicht auch noch eine Möglichkeit für ihn, sich ein Standbein neben YouTube aufzubauen und sich ein wenig Druck von der Seele zu nehmen. Das ist auch sehr wichtig, wie ich finde. Andererseits sollte er auch auf sein Real Life achten und viel mit Freunden unternehmen und sich wieder einen Freundeskreis aufbauen. Auch das hat er ja und wie angeschnitten, dass sein Freundeskreis nach der Schule und wie abgebrochen ist und er sich voll auf YouTube konzentriert hat. Und auch das ist immer nicht so gut, denn man braucht Freunde, um auch feiern zu gehen und mal abzuschalten. Oder auch die Familie ist enorm wichtig. Auch ich musste das im letzten Jahr lernen, dass ich auch wieder mir mehr Zeit nehme für Freunde und Co., weil die dann auch angefangen haben zu meckern, dass ich ja oftmals nicht mehr komme, weil ich irgendwie an Videos arbeite. Und dann habe ich beschlossen, einfach wieder Videos vorzuproduzieren und dann nicht immer der Erste sein zu müssen, sondern einfach irgendwie wieder Videos zu machen, die vielleicht einen Tag später kommen oder halt auch Videos vorzuproduzieren. Dann hatte ich auch nicht mehr so viel Druck. Es hat mir enorm viel Druck genommen und ich hatte dann auch mehr Zeit für Freunde am Wochenende und Co., um dann einfach feiern zu gehen und auch mal auszukatern und Co. Und das ist enorm wichtig, wie ich finde. Das ist auf jeden Fall mein Ratschlag an jeden, der in der Lage ist, gerade eher Depression ist eine ernste Angelegenheit. Es kann wirklich auch zu schlimmen Folgen kommen. Wie gesagt, möchte jetzt hier keine Namen nennen, aber es sind wirklich genug Leute dabei gewesen, die dann wirklich sich dann auch das Leben genommen haben. Und von daher sollte man immer auf seinen Körper und die Gesundheit hören, sich Ruhephasen geben, sich mit Freunden treffen, austauschen und halt auch mit der Familie viel Zeit verbringen und YouTube einfach mal YouTube sein lassen, auch wenn es wichtig für einen ist. Das ist zumindest meine Meinung. Ihr könnt eure Meinung sachlich zu dem Thema bitte unten reinschreiben und dann sehen wir uns bald wieder. Bis bald und ciao, ciao.